Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage von der Antonia geht, die mir aus dem wunderschönen Regenstauf geschrieben hat. Die Antonia hat mitbekommen, dass in dieser Woche politisch sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene über Strafen für Klimaaktivisten diskutiert worden ist, die im Rahmen ihrer Aktionen straffällig werden, Straftaten begehen, und will jetzt von mir einerseits wissen, wie steht ihr Freien Wähler denn dazu? Und zum Zweiten, Antonia, zweigeteilte Frage, hat sie mitbekommen, dass ich diese Woche mich ziemlich deutlich geäußert habe zu Annalena Baerbock, zu unserer grünen Außenministerin auf der Bundesebene. Und auch da bittet sie mich, erklär doch nochmal, was dich denn da so geärgert hat. Ja, liebe Antonia, vielleicht von hinten nach vorne zunächst zur Frage Bestrafung von Klimaaktivisten, die Straftaten begehen im Rahmen ihrer Aktionen. Dazu eine ganz klare Aussage. Für mich ist völlig klar, Antonia, wer zugunsten seiner politischen Ziele, egal wie ehren die auch sein mögen, und Klimaschutz ist definitiv ein gutes Ziel, wer zugunsten seiner politischen Ziele diese über die Spielregeln unseres Rechtsstaats stellt, der ist am Ende des Tages kein Aktivist, sondern der ist schlicht ein Krimineller. Und deshalb gibt es auch überhaupt keine Rechtfertigung dafür, dass der Rechtsstaat sich von selbsternannten Klimarebellen auf der Nase herumtanzen lässt. Schon alleine deshalb, Antonia, weil wir uns ja immer die Prüffrage stellen müssen, wie würden wir denn umgehen, wenn die gleichen Aktionen, die die Klimaaktivisten auf den Weg bringen, beispielsweise von Reichsbürgern, von Corona-Leugnern, von Querdenkern gemacht werden würden. Ich bin mir sicher, da wären wir uns ganz schnell einig, dass das nicht geht, dass Straftaten nie ein legitimes Mittel von politischem Protest sein können, und zwar genau deshalb. Und deshalb gibt es auch keine Möglichkeit und keine Berechtigung, damit zweierlei Maß zu messen. Straftaten sind niemals ein legitimes Mittel von politischem Aktionismus. Und deshalb ist es auch völlig richtig, dass Gesetze eben für alle gelten, egal wie ehren die Ziele sind, die verfolgt werden. Und dass es deshalb auch zu den entsprechenden Strafen kommt, auch wenn es sich um Klimaaktivisten, um Klimarebellen handelt. Ich hatte in meiner Heimatregion in Augsburg ja zuletzt so eine Aktion, da ging es um Rodungen bei Bayerns einzigem Stahlwerk. Wir haben auch bei Frag Fabian schon mal drüber gesprochen, und dann haben die Klimarebellen nachts die Bezirksregierung eingenommen, das Büro des Regierungspräsidenten besetzt, und ich bin mir, um das Beispiel zu machen, sehr, sehr sicher, hätten das beispielsweise die Reichsbürger gemacht, dann wäre das ein bundesweiter Aufschrei gewesen, sehr zu Recht, und wir wären uns total einig gewesen, Antonia, dass sowas gar nicht geht und dass man es hart bestrafen muss. Und ich glaube, es geht einfach nicht, dass wir da unterscheiden und sagen, naja, die Klimaaktivisten, das ist ja sozusagen ein gutes Ziel, da ist es legitim, dass man Gesetze bricht und da muss man es nicht so genau nehmen mit den Straftaten, und bei anderen dann vielleicht doch, denn wer soll denn bitte unterscheiden, welches Ziel rechtfertigt, dass es nicht so genau geht bei den Straftaten und welches Ziel nicht? Das geht nicht, Antonia, und deshalb sind wir Freien Wähler sehr dafür, auch den Rechtsstaat klar bei den Klimaaktivisten anzuwenden. Wer sich für ein politisches Ziel einsetzt, der hat unter der Maßgabe von Meinungs- und Versammlungsfreiheit in unserer freiheitlichen Demokratie alle Möglichkeiten dazu. Der kann eine Demonstration anmelden und auf ein Anliegen aufmerksam machen. Aber das nicht zu tun, nachts irgendwo einzubrechen, sich irgendwo auf die Straße zu kleben, da möglicherweise noch Rettungseinsätze zu vereiteln, das geht gar nicht. Und deshalb da die klare Aussage, der Rechtsstaat gilt für alle, auch für selbsternannte Klimarebellen. Und daher ist es richtig und wichtig, dass man sich da auch nicht auf der Nase herumtanzen lässt als Rechtsstaat, sondern da Recht entsprechend zur Anwendung bringt. Ja, und dann zum zweiten Teil deiner Frage, liebe Antonia, was hat mich so geärgert an der Bundesaußenministerin oder vielmehr an ihrem Ministerium? Da ging es um den G7-Gipfel der Außenminister, die ja zusammengekommen sind in Münster zuletzt und da gemeinsam getagt haben. Und die haben getagt, der ein oder andere mag das verfolgt haben, in einem ganz wunderbaren historischen Saal in Münster,
in dem mal der Westfälische Frieden geschlossen worden ist, unter einem großen Kreuz, das über 400 Jahre alt ist und das dort in diesem Sitzungssaal hängt. Und das Ministerium von Annalena Baerbock, das hat dann für diesen G7-Außenministergipfel dieses über 400 Jahre alte Kreuz, unter dem der Westfälische Frieden geschlossen worden ist, abhängen lassen, sodass dort im Sitzungssaal sich niemand von einem Kreuz gestört fühlt, wenn dort die G7-Außenminister tagen. Und das ehrlicherweise, Antonia, war mein Ärgernis der Woche, weil das nach meiner festen Überzeugung gar nicht geht. Es geht nicht, dass man sozusagen unsere Kultur, unsere Werte versteckt, wenn man internationale Staatsgäste empfängt. Ich sage es noch ein bisschen zugespitzter, deutliche Ansage, weil es wirklich meine Überzeugung ist, wer sich für unsere Werte, wer sich für unsere Kultur, wer sich für das christliche Menschenbild, das nun einmal die Grundlage unserer westlichen Demokratien ist, schämt, der sollte, Antonia, ehrlicherweise nicht unser Land regieren. Und da ist es dann auch ganz egal, ob Annalena Baerbock, danach gab es eine mediale Debatte, das gewusst hat oder nicht gewusst hat, ob ihr Ministerium das gemacht hat oder ob sie das veranlasst hat. Denn das ist nun mal so in der Politik, man ist dann schon gesamtverantwortlich, auch für seine Mitarbeiter. Sonst könnte ich es mir, Antonia, wann immer mir was misslingt und ich mal einen Fehler mache, ja immer einfach machen und sagen, mir wäre das ja nie passiert. Das waren alles meine Mitarbeiter. Das ist ehrlicherweise ein ziemlich schäbiger Stil. Man ist an der politischen Spitze für das, was die Mannschaft tut, verantwortlich. Und das, was da gemacht worden ist, dieses über 400 Jahre alte Kreuz abzuhängen, da unsere Kultur zu verleugnen, sich quasi dafür zu schämen, was unsere Heimat, was westlich-liberale Demokratien, was unser Werteverständnis ausmacht, das geht überhaupt gar nicht. Und deshalb habe ich mich da sehr drüber aufgeregt. Und das war der zweite Teil deiner Frage, Antonia. Deshalb vielen Dank für die Gelegenheit, auch das nochmal auszudeutschen und klarzulegen. So viel, Antonia, zu deinen beiden Fragen. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder melde, aus dem Bayerischen Landtag und es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.